Geschätzte Damen und Herren, begrüße Sie ganz herzlich zu meiner letzten Medienkonferenz hier. Begrüße ganz herzlich auch meine Kollegin Silvo Steiner und den Gemeindepräsident von Jütikon am See, Urs Mittler. Die Entwicklung vom Areal von der ehemaligen chemischen Fabrik Jütikon, meine Damen und Herren, ist eine einmalige Chance. Das Gebiet ist aufgrund von seiner Lage, von seiner Grösse für die Gemeinde, für die Region und den Kanton ein Schlüsselareal. Es hat rund 750 Meter Seeanstoss. Die Gesamtfläche beträgt 65.500 Quadratmeter. Wenn wir das umrechnen, sind das ungefähr 9 Shootingplätze oder Fußballfelder oder auch 5-mal der 6-Liter-Platz. Der Kanton Zürich hat im Frühling 2016 das Areal für 52 Millionen Franken von der CU Chemie Jütikon AG gekauft. Im Jahr 2017 ist es 50% Miteigentum an die Gemeinde Jütikon am See übertragen worden, nachdem die Gemeindeversammlung dem Kaufvertrag zugestimmt hat. In den kommenden Jahren wird sich das ehemalige Fabrikareal stark verändern. In Zukunft wird eine neue Kantonsschule für rund 1'500 Schülerinnen und Schüler Platz bieten. Und es wird ein lebendiges Quartier am See mit 600 bis 800 Einwohnerinnen und Einwohnern entstehen. Gleichzeitig wird die Bevölkerung einen grosszügigen öffentlichen Seezugang bekommen. Auch wenn unser Blick in die Zukunft gerichtet ist, muss man die 200-jährige Geschichte von diesem Areal berücksichtigen. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hat sich am Seeufer eine Chemiefabrik entwickelt, die international zeitweisend auch führend war. Auf dem Areal ist ein prägnantes Gebäudeensemble entstanden, das seit fast 2 Jahrhunderten eine Konstante im Siedlungsgebiet vom Seeufer darstellt. Die Produktionsgebäude von allen bedeutenden Entwicklungsphasen der Chemiefabrik, die sind bis heute erhalten. Als sichtbares Wahrzeichen dieser Anlage ist der vermutlich älteste Hochkamin oder das Hochchemie im Kanton Zürich, Baujahr 1855, zu erwähnen. Weil es so vollständig erhalten ist, hat das Fabrikensemble eine umfassende Kultur-, Industrie- und architekturgeschichtliche Zeugniskraft. Darum ist das Areal im Jahr 2012 ins Bundesinventar von den schützenswerten Ortsbildern von der Schweiz von nationaler Bedeutung, dem sogenannten ISOS, aufgenommen worden. Und mehrere Objekte sind überkommunal und kommunal geschützt. Zurück aber zu der Gegenwart. Die Gemeinde und der Kanton haben, wie bereits erwähnt, 2017 gemeinsam eine Gebietsplanung angefangen. Unter dem Namen Chance Jütikon haben wir uns mit der Sanierung, der Bebauung und Gestaltung von diesem Areal auseinandergesetzt. Damit soll das Gebiet für die künftige öffentliche und private Nutzung vorbereitet werden. Dabei haben wir das Areal auf der Folie rot markiert, aber nicht isoliert angeschaut, sondern auch die Umgebung bis in die Nachbargemeinde Meilen und Männidorf angeschaut. Ergänzend dazu ist die ganze Region und die Bevölkerung von Jütikon am See mit einbezogen worden. Heute können Kanton und Gemeinde den Masterplan Chance Jütikon präsentieren. Damit ist ein erster Meilenstein erreicht. Sie sehen da die bisherigen Arbeiten auf dem Weg dahin. Zum einen ist ein städtebaulicher Studienauftrag mit 4 Planungsteams durchgeführt worden. Die haben die Aufgabe gehabt, unterschiedliche Lösungsansätze auszuloten. Im Nachgang zu dem Studienauftrag hat das Büro Salewski und Kretz das Richtplankonzept erarbeitet. Es kombiniert und vertieft vielversprechende Aspekte aus dem städtebaulichen Studienauftrag und stellt einen konzeptionellen Ansatz dar, die als Grundlage für den Masterplan dient hat.
Parallel dazu ist Beteiligungsverfahren mit der Bevölkerung gelaufen, um die Ideen, die Anliegen von den Bürgerinnen und von den Bürgern frühzeitig abzuholen. Die Resultate von allen Beteiligungsformaten sind in den Planungsprozess dann auch eingeflossen und sie haben den Masterplan mitgeprägt. Dazu wird Ihnen später der Herr Gemeindepräsident Mettler noch Näheres sagen. Jetzt möchte ich Ihnen aber den besagten Masterplan ein bisschen näher bringen. Der Gemeinderat von Uetiken am See und der Regierungsrat haben den Plan in den vergangenen Tagen zugestimmt. Er zeigt auf, wohin sich das Areal entwickeln soll und ist ein Bekenntnis von Kanton und Gemeinden zu den Eckwerten dieser Entwicklung. Es ist eine Leitschnur für die spätere Entwicklung von Gebäuden, von Plätzen, von Freiräumen, Erschliessungsmassnahmen und eine Basis für die nächsten Schritte, um das Planungsrecht zu schaffen. Damit ist der Masterplan eine gemeinsame, eine verbindliche Absichtserklärung vom Kanton und von der Gemeinde. Er wird aber erst mit der Überführung in die Nutzungsplanung verbindlich für die Behörden und Grundeigentümer. Die wichtigsten Eckwerte die sind in 6 Leitsätze zusammengefasst. Erstens, das neue Quartier am See ist prägt von einer vielfältigen Nutzung mit Wohnen und Gewerbe, Dienstleistungen, Bildung, Erholung, Freizeit und Kultur. Spätestens, muss ich Klammern machen, wenn wir dann das Geld auch auf der Seite haben und das in die Investitionsplanung eingeflossen ist, steht eine Kantonsschule mit Platz für rund 1'500 Schülerinnen und Schüler im Osten des Areals. Zweitens, die Bebauung ermöglicht den durchgehenden öffentlichen Zugang zum See und an verschiedenen Stellen auch in See. Der Zürichweg, der ist ein verbindendes Element dazu. Es entsteht ein grosszügiger und vielseitig nutzbarer Park am See. Drittens, Planungspartner finanzieren die Arealentwicklung gemeinsam. Die Arealentwicklung ist langfristig für beide Parteien tragfähig. Und viertens, das historische Erbe wird genutzt, um im Areal eine Identität zu schaffen. Einzelne Bauten bleiben erhalten und werden sorgfältig den Bedürfnissen der heutigen Nutzungen angepasst. Neubauten nehmen Bezug auf die Industriegeschichte. Fünftens, das Areal ist für alle Nutzungsgruppen mit allen Verkehrsmitteln gut angebunden und auch erschlossen. Das gilt vor allem für den öffentlichen und den Fuß- und Veloverkehr. Und jetzt noch sechstens, Kanton und Gemeinde agieren gemeinsam und stimmen die wesentlichen Planungsschritte aufeinander ab. Sie beteiligen die Bevölkerung für einzelne Planungen und Projekte. Das Quartier am See wird in 4 zusammenhängende Teile mit unterschiedlichen Schwerpunkten gegliedert. Erstens der ruhigere Westen, der dient primär im Wohnen. Zweitens die gemischte Nutzung ist Bewegungsraum für alle bietenden Flächen für öffentliche Nutzung, Wohnungen, Gewerbe und Dienstleistungen. Und drittens ist Schulareal im Osten beheimatet, Kantonsschule und allfällige weitere Bildungsinstitute. Und viertens im Hafen werden die bestehenden Gebäude mit Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen bespielt. Frau Steiner und Herr Mettler werden jetzt nachher noch auf die einzelnen Gebiete eingehen. Meine Damen und Herren, der Masterplan beinhaltet außerdem verschiedene räumliche Prinzipien. Sie trägt dazu bei, dass das Quartier qualitativ wertvoll und funktionsfähig entwickelt wird. Ich erwähne kurz einzelne Aspekte. Die Entwicklung des Areals findet eingebettet in seinem Umfeld statt. Eine neue Passerelle über Seestrasse und Bahnlinie dient der Anbindung ans Dorf. Neugestaltung vom Bahnhofvorplatz und der Fußgänger- und Veloführung ermöglicht eine gute Erschliessung auch vom Bahnhof. Die Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr der wird dadurch auch verbessert. Für Fußgängerinnen und Fußgänger entsteht ein attraktives Angebot an Fußwegen. Velofahrerinnen und Velofahrer dürfen sich im ganzen Areal bewegen. Für den Autoverkehr ist Zufahrt zur Parkierung und Anlieferung selbstverständlich auch möglich. Sonst ist das Areal autofrei. Mit einer hohen bauliche Dichte kann die Wirtschaftlichkeit von dieser Entwicklung sichergestellt werden und gleichzeitig der grosse Anteil an Freiraum und Seeuferpark realisiert werden. Der Seeuferpark ist, das darf man glaube ich da sagen, Schmuckstück. Die Bevölkerung wird einen grosszügig öffentlichen Seezugang über die ganzen 750 Meter von diesem Areal bekommen.
Es verbindet die verschiedenen Areale und ermöglicht Erholung, Freizeit, Kultur. Aber in diesem Areal sollte auch noch geschaffen werden und gelehrt werden. Das muss man auch noch erwähnen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, der Masterplan der führt zahlreiche und verschiedenste Themengebiete zu einem Ganzen zusammen. Ich übergebe jetzt das Wort meiner Kollegin, der Bildungsdirektorin, der Silvia Steiner. Bitte. Danke vielmals. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite her, herzlich willkommen zu dieser Medienkonferenz Masterplan Chance Uetikon. Es gibt ein Sprichwort, das heisst, und ich zitiere, der Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin. Meine Damen und Herren, unter das Motto möchte ich meine heutigen Ausführungen stellen, weil der Anfang von einer neuen Kantonsschule, den haben wir schon mit viel Begeisterung angepackt. Und ich bin überzeugt, mit Disziplin werden wir in ein paar Jahren den definitiven Bau an den Ufer vom Zürichsee können eröffnen. Aber alles der Reihe nach. Im August 2018 haben wir, wie wir heute vor Ihnen stehen, in Uetiken die neue Kante dürfen eröffnen. Die ersten 100 Schülerinnen und Schüler werden da in je zwei Klassen aus dem Lang- und aus dem Kurzzeitgymi unterrichtet. Ich habe dort mal bei der Eröffnung von einem Meilenstein geredet, weil es das erste Mal war, seit über 40 Jahren, dass man im Kanton Zürich wieder ein neues Gymnasium eröffnet hat. Aber den Meilenstein darf man durchaus ein bisschen umfassender verstehen. Für mich ist die Kantonsschule Uetiken sozusagen die erste Kantonsschule von einer neuen Generation und kaum mehr vergleichbar mit der letzten Einweihung vor über 40 Jahren. Heute sind unsere Gymis moderne Schulen. Wir bauen Schulen, die in der Gesellschaft verankert sind, die eine enge Verbindung mit Wissenschaft und Wirtschaft pflegen. Das zeigt die Kante Uetiken exemplarisch. Die Schule ist schon baulich sehr offen gestaltet. Das sieht man auf dem heutigen Provisorium auch an. Das wird man aber auch merken, wenn wir dann den Neubau am See werden realisiert haben. Und die Gemeinde Uetiken und ihre Einwohnerinnen und Einwohner einen attraktiven Zugang zum Zürichsee überkommen. Die bauliche Offenheit manifestiert sich auch im Gründergeist der Schule. Das ganze Projekt eröffnet ja der Bevölkerung den Zugang zum See und fördert so die Offenheit. Man darf sagen, dass die Schule der Treiber war bei der Entwicklung von dem ganzen Gebiet vom heutigen Masterplan. Die Menschen in der Region sind sehr gern gesehene Gäste an einem von den zahlreichen Anlässen, die an der Schule stattfindet. Und die Schule stellt ihre Räume der Bevölkerung zur Verfügung. Last but not least werden Kooperationen mit lokalen Partnern und Vertreterinnen und Vertretern von der regionalen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angestrebt. Auch das zeugt von einem offenen Geist. Die Schule ist eine Chance für Uetiken, wie das der Titel der heutigen Veranstaltung sagt. Sie hat einen sehr konkreten ökonomischen Nutzen für die Gemeinde. Wenn das Areal von der ehemaligen CU Chemie Uetiken fertig überbaut ist, werden bis zu 1500 Schülerinnen und Schüler die neue Kante besuchen. Man rechnet damit, dass die Schule mehr als 200 Arbeitsplätze wird schaffen, allein in den Bereichen Lehrpersonen, Schulleitung, Schulverwaltung und Schulbetrieb. Das sind mehr Arbeitsplätze, als die Chemiefabrik am Schluss gehabt hat. Noch ist Kanti im Provisorium im Dorf angesiedelt. Bald werden aber die Schülerinnen und Schüler dann in Genuss kommen vom definitiven Standort am See. Und es ist wichtig, dass die Schule auch am See einen optimal gelegenen Standort hat. Er muss vom Bahnhof her gut zu Fuß erreichbar sein. Und das ist der Bereich im Osten von dem Areal. Wir sind sehr froh, dass das jetzt auch so wird realisiert werden. Auf dem Abschnitt im Osten befindet sich dann ein beachtlicher Teil von der künftigen Nutzung im denkmalgeschützten Gebäude. Das ist vom baulichen Standpunkt her gesehen natürlich eine grosse Herausforderung. Ich rede damals von einem Albtraum, aber wenn es um Denkmalschutz geht, haben wir es heute nicht immer auf der gleichen Bühne, der Baudirektor und ich. Das hängt mehr mit meinem Opportunismus zusammen, nicht mit deiner Vernunft. Darum wird man in Zukunft, ja, genau, wird man in Zukunft ab und zu mal querdenken müssen.
und auch offen sein für unkonventionelle Lösungen. Aber ich bin ganz sicher, dass wir da mit einem gescheiten Projekt einen allzu aufwendigen und kostenintensiven Bau können verhindern können, etwa mit Raum-in-Raum-Lösungen. Das haben wir ja an anderen Standorten auch schon bewiesen. Wir wollen eine schlanke Schule in diesem historischen Rahmen einbauen und die Schule wiederum soll einen Bezug herstellen zur Geschichte der ältesten Chemiefabrik der Schweiz. Ich bin mir sicher, dass das im Esprit der jungen Schule noch mal mehr Tiefe wird geben wird. Nach all dieser Begeisterung, die auch ich für das Projekt habe, braucht es jetzt noch die nötige Disziplin, damit die Gründung von dieser ersten Kantonsschule von der neuen Generation auch einen guten Abschluss findet und damit sie allen folgenden Neugründungen, bekannt ist, dass wir ja im nächsten Jahr in Wädischwil mit einem neuen Gymi werden starten, als Vorbild kann dienen. Damit bin ich beim Ausblick. Für die Bildungsdirektion ist es von grosser Bedeutung, dass die neue Kantonsschule, wie geplant, 2028 auf dem Areal könnte einziehen. Das heisst, das Tempo im bisherigen Verfahren soll aufrechterhalten bleiben. Wir brauchen den Schulraum auf diesen Zeitpunkt an, weil die Schülerzahlen ständig steigen. Dabei sind noch einige Hürden, gerade bei der Finanzierung, zu bewältigen. Das hat jetzt alles viel mit Disziplin zu tun. Ich bin aber überzeugt, dass das mit unserer Begeisterung auch wird gelingen. Damit komme ich zum Schluss von meinen Ausführungen und erlauben Sie mir noch eine persönliche Bemerkung. Sie und ich erleben heute nämlich den letzten öffentlichen Auftritt von Markus Kegi als Baudirektor vom Kanton Zürich. Oder hast du morgen auch noch mal einen PK? Ich glaube nicht. Nein, morgen ausnahmsweise nicht. Lieber Markus, ich habe den Auftritt mit dir immer sehr geschätzt. Das waren ja viele Auftritte, die wir gemeinsam haben dürfen haben. Wenn es noch hier gegangen wäre, hätte es ja noch mehr dürfen sein. Mehr Spatenstich, mehr Bildungsbauten. Also da bin ich manchmal ein bisschen gierig gewesen. Ich gebe das gerne zu. Ich danke dir herzlich für die gute Zusammenarbeit und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Und obwohl du sehr lange Baudirektor vom Kanton Zürich gewesen bist, stehst du selber nicht unter Denkmalschutz. Ich bin mir sicher, du hast noch viel vor in dieser Zeit, die jetzt vor dir liegt. Und als kleine Stärke gebe ich dir heute schon ein Köfferli mit. Ja. Oh. Das hat eben das Köfferli, ja. Oder? Das hat, ist eben eigentlich vom Lederach und hat, ich habe gehört, dass du diese Schocke so gerne hast. Also gebe ich dir eigentlich Schocke mit auf den Weg. In diesem Köfferli verpackt, dass du nicht musst überlegen, wie du sie am besten vor deinen Mitarbeitenden kannst verschlossen halten im Köfferli. Das kannst du dann sicher heimbringen und mit deiner Familie teilen. Die haben sicher auch Freude, wenn sie dich in Zukunft ein bisschen häufiger sehen. Und damit schließe ich und übergebe das Wort gerne am Gemeindepräsidenten. Dafür hast du einen Break gemacht. Das erste Mal, dass sie gesehen, vermutlich bei Zürich Regierungsräte, dann danke ich dir. Danke vielmals. Danke vielmals. Also jetzt hat das Wort der Gemeindepräsident. Ja, genau. Ohne Küsse, sehr gut. Vielen Dank, geschätzte Frau Bildungsdirektorin, Herr Baudirektor, geschätzte Damen und Herren von den Medien. Aus Sicht von der Gemeinde Uetigen möchte ich ein paar Worte noch zu dem Masterplan sagen und zu noch ein paar anderen Sachen. Erstens einmal natürlich ganz klar der Entscheid, im März 2016, wo der Regierungsrat entschieden hat, das neue Gymnasium kommt auf Uetigen, ist natürlich einerseits für den Gemeinderat, aber selbstverständlich auch für die ganze Gemeinde wirklich ein Freudentag gewesen. Sie sehen da noch einmal auf dieser Luftaufnahme das Gebiet von dieser Fabrik. Und wenn Sie das anschauen, sehen Sie mit dem eigentlich auch den grössten Teil des Seeanstoßes, den die Gemeinde bis jetzt hat. Also die Fabrik hat rund 700 Meter von total 950 Meter, wo wir Seeanstoss haben, in Anspruch genommen. Die Fabrik war selbstverständlich geschlossen gewesen, nicht zugänglich für die Öffentlichkeit und eben umso mehr natürlich jetzt gefreut, dass sich jetzt das ändert. Wir haben dann dank dem, dass der Kanton das Gebiet gekauft hat, die Möglichkeit gehabt, 50% von der Fläche rund so 30.500 Quadratmeter zu kaufen. Und nicht ganz überraschend hat die Gemeindeversammlung im Oktober 2016 dem dann auch
grossmehrheitlich ohne Gegenstimme zugestimmt. Wir sind dann noch an das Arbeiten gegangen und ein wichtiger Bestandteil war die Beteiligung. Wir haben von Anfang an die Uetikerinnen und Uetiker versprochen, dass wir nicht im stillen Kämmerli irgendetwas planen und dann einfach irgendwann mit einem Resultat kommen, sondern dass wir wirklich von Anfang an wollen, die Bevölkerung mit auf den Weg nehmen. Das hat angefangen mit einer Online-Befragung, wo sich die Leute haben können beteiligen konnten. Nicht nur Leute aus dem Dorf, sondern auch aus dem ganzen Kanton. Es hat auch Rückmeldungen von der Stadt Zürich gegeben oder sonst von irgendwoher. Und nachher ist es weitergegangen mit einer Auftaktveranstaltung im November 2017, wo auf sehr grosses Interesse gestossen ist. Und dort ist es dann um die Erarbeitung gegangen von sogenannten Fokusthemen. Also wir haben 7 Themen herauskristallisiert, die die Bevölkerung besonders bewegen. Zum Beispiel der Seezugang, selbstverständlich, war das Thema gewesen. Der Verkehr, Anbindung ans Dorf, wie soll das funktionieren, der Nutzungsmix dort unten. Die 7 Fokusgruppen haben dann gearbeitet. Das waren jeweils ungefähr 30 Personen gewesen pro Fokusgruppe. Und das Resultat von diesen Fokusgruppen sind in das Varianzverfahren eingeflossen, wo 4 Planungsteams da gearbeitet haben. Und ganz wichtig, wir haben jetzt den Masterplan, aber die Beteiligung geht weiter, auch jetzt auf dem Weg in die nächste Phase, in der Erarbeitung des Gestaltungsplans wird die Bevölkerung weiterhin mit einbezogen. Dann, wie sieht das aus, oder wie könnte das einmal aussehen, da die schön Illustration, wie das im 28. oder 30. demal wird aussehen. Wir haben auch ein ganz prominentes Gebäude dort, den Düngerbau, wo auf dem Areal steht, wo unter Schutz ist. Dort könnte man zum Beispiel mal ein Kulturzentrum errichten. Da gibt es ganz viele Ideen. Beim Hafen sind Gewerbe, Dienstleistung in bestehenden Gebäuden angedacht, Erdgeschossnutzungen vor allem publikumsorientiert. In der Mitte gibt es dann eine gemischte Nutzung, öffentlich, Wohnen, Gewerbe und Dienstleistung. Und ein grosszügiger Aussenraum, eben der Seeuferpark, wo Einwohner, Beschäftigte, Schülerinnen und Schüler sich dann können treffen können. Und wie gesagt, der Düngerbau, der könnte so ein kleiner Schlüsselort werden für das ganze Areal oder das Quartier. Der soll flexibel, multifunktional, bespielbar sein für Freizeit, Erholung und Kulturnutzung. Dann haben wir ein Thema, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, das ist das Thema Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlichkeit, Herr Kegi hat es schon voran angemerkt, ist ein zentrales Anliegen vom Kanton und auch von der Gemeinde, selbstverständlich. Und was interessant ist, das hätten wir eigentlich nicht erwartet, bei diesen Fokusgruppen, die sich gebildet haben, ist ein Thema, ist das Thema Finanzen gewesen, wo die Leute gefunden haben, das ist ein Fokusthema, da müssen wir darüber diskutieren, wie das könnte aussehen. Wir haben immerhin einmal 26 Millionen Franken zahlt, um nur mal das Land zu erwerben. Das ist auch für die Gemeinde Uetiken, ist das nicht ein Pappenstiel. Und es kommen natürlich noch weitere Investitionen dazu. Wenn möglich, aus Sicht Wirtschaftlichkeit, möchten wir auf teure, kostspielige Bauten im Untergrund verzichten. Das heisst auch, wenn wir die Wirtschaftlichkeit erreichen wollen, dass wir einen Ertrags starke Nutzung auf dem Gemeindegebiet im Westen, also dort, wo eben das Wohnen angedenkt ist, müssen erreichen. Das heisst auf gut Deutsch, wir reden dort von Eigentumswohnungen, die sollen entstehen. Es wird eine hohe bauliche Dichte geben, wie das heute schon auf dem Areal ja der Fall ist. Und selbstverständlich darf man nicht vergessen, die Uetiker Bevölkerung hat viele Wünsche und Ideen, was man alles könnte machen auf dem Gelände. Und das kostet selbstverständlich Geld. Also eben der Seeuferpark, der ganze Freiraum, der Hafen, der Düngerbau als Umnutzung etc.
Das Ziel ist, dass wir das finanziell stemmen können, ohne dass wir den Steuerfuss erhöhen müssen und vor allem auch, ohne dass wir Schulden machen müssen zulasten der kommenden Generationen. Was ein weiterer Punkt sein wird, ist natürlich noch das Thema Unterhalt. Wir haben viele Berührungsflächen zwischen Kanton und zwischen Gemeinde und gemeinsam genutzte Flächen. Und dort müssen wir einen guten Weg finden, um einen gescheiten Kostenteiler, was den Unterhalt anbetrifft, zu erarbeiten. Dann noch kurz, das war auch schon mal ein bisschen in den Medien, das Thema Zwischennutzung. Sie sehen hier ein Beispiel, seit März sind viele von diesen Flächen auch auf Internet, also ich sage jetzt Homegate zum Beispiel, sind die drauf. Und Sie sehen da anhand von diesen Fotos, wir reden da von ganz vielen verschiedenen Flächen, die man da zwischennutzen kann. Wir haben oben links ein klassisches Büro im Verwaltungsgebäude, rechts haben wir ein Labor, links unten haben wir eine Werkstatt. Und rechts haben wir dann eine Halle, eine ungeheizte Halle. Das sind alles Flächen, die man kann mieten kann, die wir probieren zu vermieten. Das Interesse ist gross, kann man sagen. Das Ziel ist, dass wir eine schwarze Null haben, was den Betrieb des Areals anbelangt, weil der kostet jetzt schon den Betrieb. Wir haben einen Arealwart, wir haben Energiekosten etc. Und das Ziel ist, dass wir das kostendeckend betreiben können, bis dann der Bau anfängt und definitive Nutzungen kommen. Und ein weiteres Ziel ist auch, dass wir eine Belebung anbringen, jetzt schon, möglichst früh. Ein Beispiel ist die Öffnung von 200 Meter Seezugang. Das klingt jetzt eben wieder ein bisschen nach wenig, aber ich habe es Ihnen am Anfang gesagt, ich habe bis jetzt 900 Meter am See unten, davon 700 Meter Fabrik, und von diesen 700 Meter haben wir jetzt bereits 200 Meter aufmachen können. Das Projekt Chancen Uetiken ist in der Tat eine Chance für Uetiken. Es ist eine grosse Herausforderung für den Gemeinderat als Milizbehörde, das merken wir. Es ist streng, aber es ist auch spannend und es ist schön. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, bei dir, Markus, bei dir, Silvia, für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das möchte ich sehr betonen. Es ist für mich wirklich ein Musterbeispiel, wie Kanton und Gemeinde miteinander partnerschaftlich so etwas können und tun entwickeln. Und nicht zuletzt möchte ich auch allen Leuten, die jetzt nicht davor im Rampenlicht sind, sondern im Hintergrund die grosse Arbeit leisten. Ich denke da an Benjamin Grimm, ich denke an Oliver S. von der Gemeinde und alle Leute vom ARE, vom Kanton, von der Baudirektion und an die Leute von der Gemeindeverwaltung, die einen enormen Einsatz leisten, dass das Projekt weiter zu fliegen kommt und die auch eben beigetragen haben, dass wir heute an dem Stand sind, wo wir jetzt sind. Ganz herzlichen Dank. Danke vielmals, Urs Mettler. Ich möchte den Dank auch gerade noch ein bisschen weitergeben an die Bildungsdirektion, weil wir haben ja da zusammen müssen arbeiten, Sie haben es gehört. Ich glaube, es ist wichtig, dass da nicht hoheitlich geschaffen wird, sondern eben zusammen auf Augenhöhe und man probiert es gegenseitig auch zu verstehen. Wie geht es jetzt aber weiter? Dazu gibt es im Masterplan eine detaillierte Agenda, die die nächsten Massnahmen und Verantwortlichkeiten aufzeigen tut. Kanton und Gemeinde fangen gemeinsam mit der Erarbeitung des Gestaltungsplans an. Dorthin werden die wesentlichen Qualitäten Grundeigentümer verbindlich festgehalten. Parallel werden die kommunalen Richt- und Nutzungsplanung angepasst. Um mit der Anpassung des Planungsrechts anzufangen zu können, werden zuerst aber noch ein Mobilitätskonzept und ein Freiraumkonzept ausgeschafft. Die beiden Konzepte sind wirklich wichtige Grundlagen für das. Das Mobilitätskonzept beinhaltet zum Beispiel eben Parkierung und Erschliessung für Anwohner und Anliefer, das künftige ÖV-Angebot für Fuss- und Veloweg und Erschliessung über Passerellen zum Bahnhof. Das Freiraumkonzept hat einen besonderen Fokus auf den Seeuferpark. Dabei geht es unter anderem darum, Nutzungen, Bepflanzung und den Seezugang zu vertiefen. Der Zürichseeweg und Gestaltung von Seeufern sind auch ein Teil von dem Konzept.
In der Erarbeitung des Masterplans hat sich außerdem gezeigt, dass verschiedene Folgeprojekte vertiefter angeschaut und bearbeitet werden müssen. Dazu zählen unter anderem die Zwischennutzung, wir haben es gehört, vom Areal bis zur Realisierungsphase, ein Nutzungs- und Betriebskonzept für den Düngerbau oder den Wettbewerb und Projektierung der Kantonsschule. Es gibt planerisch also auch weiterhin viel zu tun. Ab ca. 2024 soll dann die bauliche Realisierung auf dem ersten Entwicklungsfeld anfangen. Dazu gehört die Kantonsschule, die eben, sofern die nötigen Finanzen dann vorhanden sind, rund im 2028 dann eröffnet werden soll. Meine Damen und Herren, ich denke, die Medienkonferenz hat gezeigt, dass die Umnutzung von einem solchen Areal nicht einfach ist und von heute auf morgen passiert. Damit alles auf soliden und auch zukunftsfähigen Füßen steht, braucht es sehr viele Abklärungen, sehr viele Prozessschritte und sehr viele Entscheidungen. Ohne enge Zusammenarbeit wäre es nicht möglich gewesen, eine solche Gebietsplanung durchzuführen. Kanton und Gemeinden, wir haben es gehört vom Präsidenten, auf allen Ebenen, auf politischen, strategischen, operativen Ebenen, die haben wirklich sehr gut zusammengearbeitet in den letzten zwei Jahren. Und dafür bedanke ich mich auch bei meiner Kollegin, der Silvia Steiner, und bei dir, Urs Mettler. Ich danke auch den Fachleuten bei den Gemeinden und Kantonen, die im Hintergrund von dem Projekt Chancen Uetiken mitgearbeitet haben und wirklich die haben geschafft und auch mit weiter auch geschaffen werden. Ich bin sicher, dass das Projekt auch unter meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger weiterhin für positive Schlagzeilen sorgen wird. Und wenn ich dann vielleicht im 2028 zur Einweihung von der Kantonsschule eingeladen werden sollte, würde ich mich das sehr freuen. Ich danke Ihnen. Jetzt sind wir gerne bereit, allfällige Fragen zu beantworten, wenn wir das können. Sonst haben wir auch noch unsere Mitarbeiter da. Danke vielmals. Alle erschlagen. Ah, nein. Thema Düngerbau. Sie haben es erwähnt, Herr Mettler, und das ist ja immer so ein bisschen umstritten gewesen. Es ist ja auch die Idee herum gewesen, dass man die Aula in Düngerbau reintut. Jetzt haben Sie gesagt, also es soll multifunktional genutzt werden. Heisst das jetzt, es wäre sozusagen wie ein öffentlicher Raum zusätzlich zur Aula, wo ja glaub's auch für die Öffentlichkeit soll sein? Nein, also was wir gesagt haben, ist, dass wir die ganze Frage Aula, wo Aula, wir schauen das noch einmal an. Mhm. Das wird eben jetzt der nächste Schritt sein, da wird es noch einmal Beteiligungsveranstaltungen geben. Es geht vor allem auch darum, herauszufinden, was sind für Nutzungen zuerst einmal vorstellbar in diesem Düngerbau, respektive was stellt sich die Bevölkerung für Nutzungen in diesem Düngerbau vor. Und dann kann man schauen, ist das kompatibel mit einer Aula? Wo ist der gescheitste Ort für die Aula? Also die Frage ist in dem Sinne noch offen und die werden wir, ich sage jetzt in den nächsten 6-7 Monaten, werden wir die zusammen mit der Bevölkerung noch einmal anschauen. Also da ist noch kein Entscheid gefallen. Das Thema Parkierung in Bezug auf Düngerbau ist mal noch herum. Das ist gestorben in dem Sinne? Nein, das ist ein offener Punkt, von wegen, was für Nutzung könnte dort drin stattfinden, in diesem Düngerbau. Also kann auch sein, dass man eben sagt, dann ist halt ein Drittel ist Parkierung zum Beispiel. Also das sind Fragen, die wir jetzt noch anschauen. Okay. Merci. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ah doch, der Herr, Entschuldigung. Sie haben gesagt, Bau in Bau könnte man da die Kantonsschule machen. Was heisst das genau? Also das innerhalb von den alten Bauten, ja, wie reinbaut, oder? Genau. Ja, so ähnliche Konzepte gibt es schon als Bildungsbauten, beispielsweise Bibliothek in Winterthur von der ZHW, aber man wird das müssen anschauen. Das ist das, was ich gesagt habe, man wird ein bisschen querdenken müssen, was kann man sinnvollerweise im Rahmen von diesen denkmalgeschützten Mauern eben dann bauen. Und eben die denkmalgeschützten Mauern, das wäre also alles im Osten dort, die alten Fabrikhallen im Osten plus der Düngerbau ein bisschen westlicher.
Aber ich kann sagen, es sind verschiedene Schutzstatus. Oder eins, der ISOS ist, also das, wo vom Bundesrecht geschützt ist. Danach hat es kantonal und regional geschützte, kommunal geschützte Baut. Und da muss man dann genau abklären, zum Beispiel ein kommunal geschützter Teil, ist das mit einer Güterabwägung, kann man jetzt das schleifen oder müssen wir das stehen lassen? Das wird dann im Prozess wird das gemacht werden. Das ist nicht ganz klar, eben, was stehen bleibt. Das kann man noch nicht sagen. Sicher sind die mit von ISOS, ist also sehr geschützt und da müssen sie wirklich können beweisen, dass es nur an dem Ort gängt, etwas zu realisieren, was sie sonst nicht machen können. Sonst kommen sie nicht durch. Und dann nimmt das dann von der Kategorie nimmt das eher ab, oder? Wo man kann sagen, nein, das ist jetzt eine Schule, eine Kantonsschule ist jetzt wichtiger, weder jetzt zum Beispiel irgendwo da, dass man das Gebäude schützen tut, wo kommunal geschützt ist beispielsweise. Thema unterirdisch bauen. Ich glaube, ich habe das irgendwie gehört, dass man da darauf weitgehend verzichten will. Wie geht denn das mit dem Thema Parkierung? Also verzichten wird, man probiert es möglichst zu meiden, weil wenn man es macht, wird es einfach extrem teuer. Okay. Das heisst, wenn es Alternativen gibt, und die ist man jetzt auch am Anschauen, eben, Sie haben es angesprochen vorhin, Düngerbau, Parkierung, Mobilitätskonzepte, die Herr Kegi angesprochen hat, die jetzt auch noch einmal überarbeitet wird, das sind genau so Fragen, die man jetzt dann im Detail, wenn es Richtung Gestaltungsplan geht, muss anschauen und schlussendlich dann eine Antwort auch darauf haben, wie soll jetzt das genau funktionieren. Es gibt auch Parkierungsmöglichkeiten, jetzt gerade auf dem Areal von der Kantonsschule von der zukünftigen, auf der Nordseite von der Seestrasse. Also dort muss man nicht in den Untergrund, da kann man quasi in Hang rein Parkierungen machen. Das lange natürlich nicht für das ganze Areal, das ist klar. Aber eben, das sind genau die Fragen, die man jetzt vertieft noch einmal dort klären. Keine Fragen mehr in dem Fall. Danke Ihnen vielmals. Wir stehen noch für die Damen und Herren zur Verfügung mit Mikrofon und Kamera. Merci vielmals, wünsche Ihnen alles Gute und danke für die gute Berichterstattung.